Karos Beauty und Zita Blog. Hallo Leute, hier ist wieder eure Caro. Ey, lasst uns mal bitte über Zita reden. Weil Zita ist nämlich nicht nur der Affe von Tarzan. Oh, ist voll süß, der hilft dem Tarzan immer. Zita steht nämlich auch für Comprehensive Economic Trade Agreement. Und das bedeutet, dass das englische Worte sind. Freihandel mit Kanada. Das ist voll das wichtige Thema. Ey, wir verkaufen denen Autos. Und die uns Bären. Oder Lachs. Ihr müsst euch mal eine Gesichtsmaske mit Lachs machen. Da kriegt man voll die glänzende Haut. Leute, aufwachen. Zita ist genauso scheiße wie TTIP. Die wollen sogar unser gutes deutsches Vorsorgeprinzip abschaffen. Und das geht so. Dieser deutsche Nagellackentferner, ich krieg da kein Geld für, dass ich den in die Kamera halte, der ist von Bossmann. Bei dem bin ich mir sicher, der ist getestet worden, bevor der auf den Markt kommt. Und bei dem kanadischen muss ich erstmal nachweisen, dass der ungesund ist. Gar nicht schlecht. Ich bin blind. Hallo? Bei Freihandelsabkommen geht es immer nur um Konzerninteressen. Ja, dann könnte man ja auch einfach die Zölle abschaffen und Feierabend. Ja, aber das raffen die Leute nicht. Ja, dann kriege ich eigentlich so einen Föhn. Nee, echt. Ich habe einen neuen Föhn. Der ist von DM. Zita ist genau wie TTIP. Die haben nur die Buchstaben vertauscht. Und drei neue dazugepackt. Ja, aber klar, über die bösen Amerikaner regen sich natürlich alle auf, ja. Vor allen Dingen über Donald Trump und seine Frau Hillary. Boah, die ist so. Aber bei Kanada, da denken alle immer, niedliches Land, süße Elche, Ahornsirup. Und wie heißt die doofe Polizei bei denen noch? Mit diesen beknackten roten Uniformen? Bounty oder so? Hallo Kanada! Karos Beauty und Zita Blog. Caroline Kebekus.